Moin, moin. Hier ist mal wieder Wolfgang aus Flensburg. Ja, eigentlich wollte ich ein Videoantwort machen zu Björns Video, englische Balkanmischung und so weiter. Aber nach längerem Nachdenken kann ich da gar nicht viel zu sagen, weil, wie Olli schon sagte, das hat auch vielleicht eine historische Bedeutung. Meiner Meinung nach mittlerweile dänische Mischung, orientalische Mischung oder sonst was. Das hängt einfach da ab, was die diversen Firmen für Tabakereien bringen. Und für mich ist das also alles nur eine, für mich persönlich nur eine Marketingaussage. Bis jetzt habe ich immer die Finger weggelassen von Balkanmischung. Weil ich diese Tabake nicht so sehr mag. Und englische Mischung bedeutete für mich immer automatisch, da ist Latakia drin. Ich bin dann eines Besseren belehrt worden, durch ein, zwei, drei Tabake, wo ich dann irgendwann mal las, englische Mischung. Und diese Aussagen haben für mich keine große Bedeutung. Wie gesagt, was ist eine dänische Mischung? Die sind fruchtig aromatisiert, war irgendwann mal und mittlerweile jeder Hersteller bringt dänische Balkan, dänische Mischung raus. Und Björn, was ist eine Ostfriesen-Mischung im Tee? War vielleicht mal vor vielen Jahren, dass die da bestimmte Tees zusammengefrickelt haben, aber mittlerweile in meinen Augen auch nur eine Werbeaussage. Ja, so viel zu diesem Thema. Ja, und jetzt auf einmal kam etwas, wo ich dann doch ein Video drüber machen wollte. Nicht muss, aber wollte. Und zwar geht es um Greve. Ich muss mal ein bisschen ablesen, sonst Greve, das heißt Schwedisch und heißt Graf. David Gustav Gilbert John William Hamilton. Geboren 1869 und gestorben 1949. Er war ein hochdekorierter schwedischer Adliger und der hat schwedische, finnische, deutsche und militärische Ehren erhalten. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was ist nun los? Aber ich erzähle erstmal weiter. Er leitete und kämpfte als Oberbefehlshaber des preußischen Kürassierregiments Graf Wrangel für Deutschland im Ersten Weltkrieg und wurde nach dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk in der Ukraine, ja, war er da gestrandet mit seinem Regiment. Und mit diesem Regiment hat er sich dann durch das revolutionäre Russland bis zu seiner heldenhaften Begrüßung in Königsberg 1919 zurückgekämpft. In den 1920er Jahren wurde er Regimentskommandeur der schwedischen Armee und während seiner Zeit in der schwedischen Armee diente er auch als Adjutant für den deutschen Kaiser Wilhelm in Doorn in Holland, in dessen Exil für mehrere Wochen im Jahr. Am 25. August 1939 wurde er von Adolf Hitler zum ehrenamtlichen Generalmajor der deutschen Armee ernannt. Und er blieb in seinem Denken und Handeln Deutschland immer treu und unterstützend bis zu seinem Tod 1947. Bums. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck Tee haben. Ich habe das mir also hier aus der englischen Wikipedia-Seite rausgezogen. Jetzt werdet ihr sagen, was erzählt er denn da für einen Stuss? Ja, ganz einfach. Ich habe heute einen Tabak bekommen von Thomas aus Schweden. Und das ist der meistverkaufteste Tabak in Schweden. Der ist das erste Mal erschienen 1900 oder rausgekommen 1924. Und der heißt Greve, also Graf Gilbert Hamilton. Da ist auch ein Bild von diesem Kriegshelden drauf. Da steht nochmal, damit ihr auch wisst, auch die anderen Länder haben diese komischen Aufdrucke. Okay, der Tabak kam also 1924 das erste Mal in Schweden raus und ist seit dieser Zeit, nach Aussage von Thomas in seinem Schreiben,
Und auch nach allem, was ich im Internet finde, der wird von der STG, also von der Scandinavian Tobacco Group, hergestellt. Und nach meinen Recherchen ist er leider, ich sage das von vornherein, leider auch nur in Schweden erhältlich. Das ist, wie schreibt einer in der Review, also auch einer, den du an jeder Tankstelle, an jedem Kiosk, Supermarkt und so bekommst. Natürlich zu schwedischen Preisen. Der muss, also Tabake sind da wohl sehr hochpreisig. Ja, dieser Tabak kam heute und mich hat das so ein bisschen gewundert hier mit dem Gilbert Hamilton, warum die da so ein Offizier oder so drauf haben. Und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht und ich dachte, ist mal ganz interessant. Jetzt kann man drüber grübeln, warum ist ein Tabak nach einem deutschfreundlichen schwedischen Kriegsheld benannt. Aber das nur nebenbei. Doch zu diesem Tabak. Ich rauche jetzt die zweite Pfeife damit. Und der Tabak, muss ich wieder ablesen, der besteht, ist ein, basiert auf Virginia, dann enthält er Black Cavendish, Burley und Virginia. Kein Flavoring, nur ein gewisses Casing, aber er ist nicht geflavored. Und der Schnitt ist Ribbon Cut. Ich habe mal jetzt, ich habe gelernt, auch so ein Schälchen mit Tabak gemacht, damit ihr da vielleicht mal sehen könnt. Es ist ein schönes mittleres Braun, helle Tabake und mittelbraune Tabake. Die mittelbraunen werden sicher der Burley sein. Black Cavendish kann ich eigentlich überhaupt keinen entdecken. Der Geruch ist ungeflavored. Also ich kann keinen Flavor riechen. Soll ja auch keiner drin sein. Ein bisschen süßlich, frisch und angenehm. Ja, und in der Pfeife, Konditionierung perfekt, lässt sich gut stopfen, lässt sich gut anzünden. Man sollte nur nicht so viel bei Pfeife rauchen, schnacken, dann brennt er auch besser. Also die andere Pfeife, die ich vorher geraucht habe, die rauchte mit einmal nachfeuern wunderbar gut durch. Dieser Tabak hat eine herrliche Süße. Er ist mittelstark im unteren Bereich. Hat eine leicht zigarrige, ich bin nun kein Zigarrenraucher, ich habe vor Jahren mal eine Zigarre geraucht, aber manche Leute sagen zigarettige Note, ich behaupte so ein bisschen zigarrige Note. Angenehm süß. Wie gesagt, er ist nicht aromatisiert, aber es ist doch eine leicht fruchtige Note dabei. Und ich kann verstehen, dass der in Schweden wirklich zum meistgerauchtesten Tabak gemacht worden ist oder sich entwickelt hat. Der schmeckt einfach herrlich. Das ist ein All-Day-Smoke. Davon könnte ich auch also richtig oft rauchen. Wir haben ja, ich habe ja so tolle Tabake und so weiter. Aber das ist auch einer, wenn man den als Tankstellentabak bezeichnet, den man gut und gerne mal zwischendurch rauchen kann. Und ich da zum Beispiel an den Carter Hall denke, auch ein Tankstellentabak aus Amerika, sehr lecker, schmeckt gut, aber der ist gegen diesen hier, wo Burley und Virginia drin ist und angeblich auch Black Cavendish. Ich weiß nicht, ich kann den Burley, das Nussige und so weiter, kann ich rausschmecken. Und das Süße vom Virginia auch, aber vom Black Cavendish. Aber dafür bin ich auch zu einfach gestrickt, um diese geschmacklich, um diese Nuance rauszuholen. Auf jeden Fall ein fantastischer, einfach zu handhabender und für zwischendurch mal neben den harten Dingern, die ich sonst rauche und den reinen Burleys und den Periques. Sehr angenehm, sehr lecker. Der große Nachteil, wie ich gehört habe, nur in Schweden erhältlich.
Ich habe jetzt da eine Webseite gefunden, da muss ich nochmal nachgucken, wo man den, glaube ich, in Schweden bestellen kann. Aber ich werde es jetzt halt immer, wenn ich mal welchen brauche, über Thomas probieren. Da wird man sich schon irgendwie einigen. Auf jeden Fall ein leckerer Tabak. Greve Gilbert Hamilton. Blending seit 1924 soll der ununterbrochen auf dem Markt sein. Und wirklich in Schweden, jeder Pfeifenraucher kennt den und jeder raucht den. So habe ich es jedenfalls im Internet gefunden. Das wollte ich euch eigentlich nur zeigen. Ich schmöcke hier ganz zufrieden vor mich hin. Thomas, schönen Dank. Hast du mir eine Riesenfreude gemacht. Für mich völlig unbekannt. Ich nehme an, ich habe den Skandinavien-Urlaubern unter euch, die kennen den garantiert, nichts Neues erzählt. Da werden sicher auch schon etliche Kilo mit nach Deutschland mitgenommen worden sein, nehme ich an. Für mich war er völlige Neuland und ich fand das ganz witzig, ein Tabak, der also nach einem General benannt ist und der seit so vielen Jahren so einen Erfolg hat. Das wollte ich euch einfach nur mal erzählen und ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Und das war's eigentlich. Bis dann. Tschüss.